Ich will Zähne, die so gefärbt sind wie mein Lieblingspromi. Kein Problem. Putz deine Zähne nach jeder Mahlzeit mit Buntstiften. Nächster. Ein cooler Zahnarzt kümmert sich nicht nur um eure Zähne. Er kann euch auch bei anderen Problemen helfen. Schaut euch das neue Video von Wuhu an, wie es ist, mit einem Zahnarzt befreundet zu sein. Nein, Sio, ist ein Apfel. Sein Zahnarztfreund weiß, dass zu viel Zucker Karies verursacht. Ich glaube nicht, dass Dr. Damon mich hier finden wird. Ich kann mein Cupcake endlich in Ruhe essen. Pass auf deine Zähne auf. Nimm diesen Apfel. Endlich hat sich Sio einen tollen Lifehack ausgedacht. Siehst du, Doc? Ich folge deinem Rat. Ein köstlicher, gesunder, knuspriger grüner Apfel mit Schokolade im Inneren. Echte Zahnärzte gehen niemals ohne Zahnbürste und Zahnpasta irgendwo hin. Fertig trainiert? Ich putz mir die Zähne. Ich habe Kaffee getrunken. Und putz mir sofort die Zähne. Ein Mädchen geküsst? Oh, ich habe so viele Keime. Was? Hey! In Dr. Damons Klinik passieren immer interessante Dinge. Was? Das ist ja schrecklich. Warum braucht er eine Axt? Ich will so eine Behandlung nicht. Hilfe! Hey, ich repariere nur den Stuhl. Was hast du denn gedacht? Der Zahnarzt trifft sich mit der Zahnfee. Zahnfee, hast du es dabei? Hier ist das ganze Geld. Wo sind meine Zähne? Genau hier. Exzellente Qualität. Du kannst ruhig nachschauen. Sie sehen toll aus. Was hast du mir denn gegeben? Was glaubst du, wer ich bin? Dr. Damon will seiner Freundin endlich einen Antrag machen. Aber er hätte nicht den Zahnersatz seiner Großmutter als Ringbox verwenden sollen. Ekelhaft. Hey, herzlichen Glückwunsch. Oder doch nicht? Hat sie Nein gesagt? Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Wer ist hier? Ich hätte schwören können, dass hier jemand ist. Nimm das! Oh, Mr. Vampir, tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hier, ich kenne einen tollen Zahnarzt. Dr. Damon, ruf ihn sofort an. Okay, Vampir, lass uns deine Reißzähne wieder herrichten. Du musst deine Reißzähne zweimal im Jahr kontrollieren lassen. Es ist schon eine Weile her, seitdem du hier warst. Wir machen einen Schärfetest. Perfekte Einstiche. Was? Wo ist der Patient? Er hat wieder nicht bezahlt. Mein Nachbar oben lässt mich nicht schlafen. Er renoviert schon seit Jahren. Das macht mich echt verrückt. Es reicht. Ich hab genug. Hey, Nachbar! Warum bohrst du um 2 Uhr morgens? Verschwinde! Das geht dich nichts an! Schön, wie du willst. Ich werde meinem Freund Dr. Damon ein Foto von dir zeigen. Oh, ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe einen schönen großen Bohrer nur für dich. Sag A. Dr. Damon ist an der Kasse. Doch dann bemerkt er, dass er seine Brieftasche vergessen hat. Was soll's? Er wird mit seinem Goldzahn bezahlen. Sieht so aus, als würde die Kassiererin diesen Handel akzeptieren. Er besteht aus reinem Gold. Ich brauche noch 50 Cent. Hier, nimm diese Milchzähne. Du kannst das Wechselgeld behalten. Danke. Diese Patientin hat alle Zähne verloren. Oh je.
Sie braucht neue, aber gute Zähne sind super teuer. Und Michelle hat kein Geld. Hast du nichts Billigeres, Dr. Damon? Es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Kaugummi, das ist die billigste Option. Die Operation war ein Erfolg. Versuch einfach nicht zu beißen. Der Zahnarzt ist fertig. Jetzt musst du nur noch gurgeln. Nein, warte. Spuck noch nicht. Du musst weiter gurgeln. Und weiter. Und weiter. Der Zahnarzt hat nicht gesagt, wie lange ich gurgeln muss. Reicht das? Wir werden von komischen Typen verfolgt. Kommt mal wieder runter. Hey, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Fang und ich werde dir zeigen, wer der Boss ist. Aber wenn ich mit meinem Zahnarztfreund zusammen bin, haben die Typen Angst. Hey, wo wollt ihr denn hin? Nimm wenigstens meine Visitenkarte. Ich gebe dir auch einen Rabatt. Okay, Sio. Deine Röntgenaufnahme zeigt hier ein Loch. Ich habe es mit einem X markiert. Und ich werde einen Kreis setzen. In Ordnung. Dann mache ich hier ein X. Und ich mache hier einen Kreis. Noch ein X von mir. Und noch ein Kreis direkt über meinen Vorderzähnen. Ich gewinne, Dr. Damon. Loser. Du wirst heute nichts bohren. Dr. Damon, ich habe Angst. Mach dir keine Sorgen. All diese Prominenten waren immer sehr zufrieden. Du solltest mir vertrauen. Nimm Platz. Es ist noch zu früh, um zu schreien. Warte. Jetzt bin ich fertig. Sio muss ein Zahn gezogen werden. Aber sein Zahn ist viel zu stark. Der will einfach nicht raus. Da hilft einfach gar nichts. Okay, Zeit für Plan B. Ich benutze Boxhandschuhe. Doc, können wir etwas anderes ausprobieren? In Ordnung. Wir können den Zahn auf die altbewährte Methode ziehen. Bind einfach ein Faden an deinen Zahn und die andere Seite an das Auto. Los geht's. Aber der Zahn ist immer noch drin. Der ist aber stur. Boxen ist das beste Heilmittel. Hilf mir, Doc. Öffne deinen Mund. Nein, Doktor. Es ist nicht mein Mund. Es ist mein Bein. Ah, ich verstehe. Es würde wehtun, den Wachsstreifen abzuziehen. Stimmt's? Ich kümmere mich drum. Du bekommst eine Betäubung. Und der Wachsstreifen ist ab. Danke, Doc. Hier ist dein Wachsstreifen. Komm bald wieder. Sio, komm schon. Lass uns spazieren gehen. Sio will aber nicht spazieren gehen. Sorry, Michelle. Weißt du, mein Zahn tut weh. Ich halte das nicht mehr aus. Hey! Zum Glück ist mein Zahnarzt auch mein Freund. Autsch, mein Zahn. Jetzt tut es wirklich weh. Da musst du jetzt durch, Sio. Ich möchte so ein Lächeln wie mein Held. Ich hoffe, Dr. Damon kann mir helfen. Der Zahnarzt hat mir meinen Wunsch erfüllt. Jetzt habe ich Regenbogenzähne. Vergiss nicht, sie zweimal täglich mit vom Zahnarzt empfohlenen Buntstiften zu färben. Nächster. Ein echter Zahnarzt füllt jedes Loch, das er sieht. Eine leere Tasse? Oh nein. Jetzt hat die Tasse eine perfekte Füllung. Was haben wir hier? Oh, eine tiefe Höhle. So, fertig. Wow, Sio öffnet den Mund. Er braucht eine Füllung. Großartige Arbeit, Doc. Es ist nützlich, Zahnseide zu verwenden. Ihr könnt Geld für das Mittagessen sparen. Wie fandet ihr unseren Zahnarzt?
Schreibt uns, ob ihr mit einem Zahnarzt befreundet seid oder ob euer Vater Zahnarzt ist. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!